Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde der Bleisfelder Gespräche. Herzlich willkommen. Dieser Gruß gilt ganz besonders unserer Referentin, die sich hier an die Seite geschlichen hat. Frau Teuchert-Noth, herzlichen Dank, Frau Professorin, in Ruhe, dass Sie gekommen sind. Sie hat gleich eine Innovation mitgebracht, die ich sehr sympathisch finde. Sie hat gesagt, sie möchte nicht da oben stehen, sondern hier. Frau Teuchert-Noth kommt aus Kiel, das ist ein weiter Weg. Sie ist nicht nur wegen dieses wunderschönen goldenen Herbstes gekommen, sondern weil es sie offensichtlich drängt, vieles zu erforschen und diese Erkenntnisse auch weiterzugeben und mit anderen Menschen zu besprechen. Und deshalb haben wir Sie auch ganz gerne eingeladen. Wahrscheinlich haben wir fast alle ein unbehagliches Gefühl, wenn wir beobachten, wie alle um uns herum, uns selbst eingeschlossen, das muss ich sagen, sich ständig mit Handys, Smartphones, Laptops beschäftigen. Wir haben ein ungutes Gefühl, wenn wir Kinder mit eben diesen Instrumenten sich beschäftigen und spielen sehen, wenn Menschen unentwegt vor dem Bildschirm sitzen, vor dem Computer und vor dem Fernseher und eine Sendung und ein Video das andere ablöst. Wohlgemerkt, dieses Unbehagen betrifft nicht nur die anderen, die eben uns, sondern es betrifft auch uns selbst, das wissen wir alle. Wie schnell wir mit morgens schon früh oder abends noch vorm Einschlafen zu diesen Instrumenten greifen. Und es betrifft eben ganz stark unsere Enkel und Kinder. Vor nunmehr 40 Jahren, ich bin ja schon alt, deshalb habe ich so viele Rückerinnerungen, also vor 40 Jahren fanden sich 5 Kilometer von hier entfernt in Klingenmünster ein paar Menschen aus meinem Freundeskreis zusammen und gründeten den Klingenmünsterkreis. Und der Langtitel ist eines der wenigen langen Sprüche, die man sich merken kann, denn der sagt auch, was da Thema war. Der hieß Klingenmünsterkreis zur Förderung des naheliegenden Gedankens, dass wir nicht mehr Fernsehen brauchen. Wir wandten uns damals gegen die Kommerzialisierung des Fernsehens. Das war ganz aktuell zwischen 1978 und 1982. Und wir wandten uns aber auch gegen die Vermehrung der Fernsehprogramme, weil wir ahnten, dass es Folgen haben muss, wenn Kinder und auch andere Menschen damals im Schnitt ungefähr 1,5 Stunden Fernsehen. Und wir ahnten, weil wir nach Amerika guckten, dass das, oder nach Lüttich und Belgien, dass das auch viel mehr sein kann. Heute sind es 3 Stunden im Schnitt der Altersgruppen. 1978 dann, damals überzeugte die Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes den Bundeskanzler Schmidt davon, dass hier ein großes Problem auf uns zukommt. Und wir haben es geschafft, er hat es geschafft, dass dann 4 Jahre lang darüber diskutiert werden und keine müde Mark für die Verkabelung und für das Satellitenfernsehen ausgegeben wurde. Das wollte nämlich die andere politische Seite. Die wollten, dass für die Verkabelung von 11 Städten schon mal 200 Millionen zur Verfügung gestellt werden. Und Schmidt hat sich geweigert und er hat auch in der Wochenzeitung Die Zeit ein Plädoyer für einen fernsehfreien Tag geschrieben. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch unter Ihnen. Das war nicht so gemeint, dass er nun meinte, wir können überall zwangsweise noch dazu einen fernsehfreien Tag einführen. Es war so gemeint, dass Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, welches Problem da liegt. Und in Vorbereitung dieses damaligen Plädoyers von Schmidt haben wir bei Sinus in Heidelberg Studien machen lassen oder mitgemacht, sogenannte Gruppenstudien, bei denen sichtbar wurde, wie bewusst den Menschen war, vor allem den Frauen, war, welches Risiko, welche Gefahren auf unsere Gesellschaft zukommen, wenn wir sie nicht nur mit 3 Programmen, sondern auch mit 10, mit 20, mit 30 bedienen. Und das ist ja dann alles so gekommen. Dass dann noch die unablässige Kommunikation mit Bildschirmen am Smartphone und Laptop kommen würde, hat Schmidt und haben wir damals noch nicht gewusst.
Wir wussten, dass es Folgen haben muss, wenn schon Kinder lange Zeit von der Bewegung in Natur und Umwelt abgehalten werden. Wir ahnten, was es für Familien bedeutet, wenn Mutter, Vater und Kinder jeweils in getrennter elektronischer Kommunikation gefangen sind. Aber obwohl wir uns viel mehr als andere Menschen mit diesem Thema beschäftigt haben, wussten wir nicht, dass diese Beschäftigung mit digitalen Medien vor allem bei Kindern und Jugendlichen auch Folgen für ihre geistige Entwicklung haben könnten. Dass die Entwicklung ihres Gehirns davon berührt sein könnte, wussten wir nicht. Unser Gast, Frau Professorin Teuchert-Noth, ist diesen Fragen nachgegangen. Sie hat nachgeforscht, ob und welche Folgen die unentwegte Beschäftigung mit diesen Medien und auch welche Folgen die Digitalisierung für die Entwicklung kleiner und junger Menschen haben wird. Wir sind auf Ihre Medien von einer Freundin in Freiburg aufmerksam gemacht worden, und zwar auf den Artikel »Ein Bauherr beginnt auch nicht mit dem Dach«. Digitale Revolution verbaut unseren Kindern die Zukunft. Dass man nicht mit dem Dachstuhl beginnt, leuchtet ein, jeder von Ihnen. Der Text unserer Referentin war ausgesprochen spannend und es war der Anstoß dafür, sie einzuladen, zu einem Bleisweiler Gespräch zu kommen. Und das ist genau das Motiv für die Gründung der Bleisweiler Gespräche. Wir wollten mehr wissen von Frau Teuchert-Noth und haben sie deshalb eben eingeladen. Sie ist Humanbiologin, sie hat eine lange Erfahrung in der Forschung und hat an der Universität Bielefeld zuletzt gelehrt. Gestern Abend beim Abendbrot erzählt, dass sie sich als Studentin zum Forscherteam von Konrad Lorenz in Seewiesen zwischen Ammersee und Starnberger See aufgemacht hat, aus Neugier, so interpretiere ich das mal. Mit ihrem Kommen, verehrte Frau Teuchert-Noth, zieren Sie ein kleines Jubiläum. Das Gespräch mit Ihnen ist das 30. Bleisweiler Gespräch. Das erste kreiste übrigens um die Frage der In-vitro-Fertilisation. Beide Themen zeugen von der thematischen Bandbreite. Dazwischen sprachen wir viel über Krieg und Frieden, über ökonomische und soziale Fragen, über Frieden und Krieg zum Beispiel mit Andreas von Bülow. Da gab es ein Gespräch über das sogenannte Bedrohungsszenario, also welche Bedrohung sind wir aus dem Osten ausgesetzt. Das ist 30 Jahre her und Sie sehen, wie schrecklich die Geschichte sich wiederholt, nämlich heute könnte man genauso wieder über diese übersteigerten Bedrohungsszenarien sprechen und wieder ein Bleisweiler Gespräch dazu machen. Zu Gast waren anregende Menschen, Norman Birnbaum, ein Professor aus Washington, Sarah Wagenknecht, Volker Hauff, Willi Wimmer, Werner Rügemer und jetzt Sie, liebe Frau Teuchert-Noth. Wir sind gespannt. So, also lieber Herr Kruschinski, Sie sind, wie gesagt, herzlich willkommen und heißen uns herzlich willkommen. Okay. Ja, lieber Albrecht Müller, ich mache das natürlich sehr gern, all die Gäste, die vielen Gäste hier im Ort begrüßen zu können. Es ist schön, wenn in Pleisweiler-Oberhofen, wir sind in Doppelgemeinde, es ist nicht nur Pleisweiler, es ist auch Oberhofen, wenn wir so viele Gäste begrüßen dürfen und Ihnen dieses Programm, diese 30. Pleisweilerer Gespräche, was ja schon etwas eine Kontinuität darstellt und etwas Besonderes ist. Wenn man bei Google irgendwo Pleisweiler eingibt, dann kommt automatisch auch ganz schnell Pleisweilerer Gespräche. Da sind wir auch sehr stolz drauf und deshalb unterstützen wir das auch. Das ist uns ein Anliegen, Ihnen hier die Halle zur Verfügung zu stellen und auch alles, was wir tun können, soweit uns die finanziellen Mittel das erlauben. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für die Pleisweiler Gespräche, aber wir machen das sehr gern. Und wie gesagt, wir begrüßen Sie gern hier im Ort, in dem schönen Pleisweiler Oberhofen. Das Wetter ist immer so schön. Naja, das können Sie dann überprüfen, wenn Sie zu den nächsten Terminen kommen. Nutzen Sie das schöne Wetter, nutzen Sie die Gastronomie im Anschluss an die Veranstaltung heute, nutzen Sie vielleicht auch unsere Wanderwege, wer noch ein bisschen Lust hat, durch die Weinberge zu gehen. Pleisweiler Oberhofen bietet Ihnen etwas und wie gesagt, ich möchte Sie jetzt auch nicht weiter langweilen, wir freuen uns auf Professor Teuchert-Noth, ich bin auch sehr interessiert daran und ich habe Kinder selbst, ich habe auch die Problematik, als böser Vater zu verbieten, ständig vor dem Ding zu hocken
Aber Sie haben schon alles gesagt, die Problematik ist in jeder Familie, jeder hat so ein Ding irgendwo in der Tasche und es piepst und pfeift. Deshalb ist es sehr interessant, von der Professor Teuchernoth zu hören, was uns da passieren kann und welche Gefahr dann auch für unsere Kinder besteht. Ein herzliches Willkommen und Dankeschön. So, herzlichen Dank für die Einladung und bei diesem wunderschönen Wetter, auch dass Sie das so offen mittragen, das finde ich ganz besonders wertvoll. Und Herrn Müller danke ich ganz, ganz herzlich für den wunderbaren Empfang schon gestern und dass ich die Gelegenheit habe hier, ich war fast 50 Jahre, wenn ich die Studienzeit mit einrechne, an der Universität. Habe also 3/4 der Zeit miterlebt, die sich die KI auch entwickelt hat. Und wir haben die Hirnforschung genauso intensiv betrieben wie die KI, ihre künstliche Intelligenzforschung, so haben wir die natürliche Lernforschung betrieben. Und wir haben nicht minder sensationelle Ergebnisse, die viel zu selten überkommen. Ich habe, und da freue ich mich, danke, dass ich dazu reden kann. Ich habe eine Buchempfehlung gleich an Anfang gestellt, hier Bildungsindustrielle Komplex. Es ist ja nicht nur die Hirnforschung, die Sache aus der Hirn- und Evolutionsforschung betroffen. Es ist ja noch viel mehr, was WLAN uns jetzt bietet. Und dann dieses schöne Bild, einmal sitzen, immer sitzen. Die Kinder werden nicht mehr eingeschult, sondern eingestuhlt, wie es so schön heißt. Ne? Und dann hier dieses Bild jüngst aus der Zeit, das deutlich macht, das sind die Mütter hier von den Söhnen vor 30 Jahren etwa. Und wie kommunizieren die Söhne gegenüber den Müttern 30 Jahre später? Und dazu ein zweites Buch zur Empfehlung, Die kreative Macht der Maschinen, warum künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken, von Volland, 2018. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich könnte mich ja wirklich in meinem Garten verlustieren, ich habe genug zu tun und Freude daran, aber es ist mir ein Herzensanliegen, die Dinge überzubringen und der Gesellschaft zu erzählen, es ist ernst. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen mindestens das machen, was die Franzosen schaffen, als ersten Anfang jetzt die Handys verbieten in den Schulen und nicht die Computerisierung der Schulen fördern, überhaupt nicht, sondern aufklären, was die auch tun, die Franzosen in die Schulen gezielt gehen und aufklären. Aber ich will es Ihnen erklären und ich freue mich, dass ich den Evolutionsaspekt mit einbringen kann, weil ich es aus dem ganzheitlichen Kontext besser erklären kann, die Frage dazu stellen, wo steht der Mensch heute eigentlich und was ist sein großer Schatz. Wo hat er sich in der Biologie überhaupt eingenischt, in Raum und Zeit? Und das nimmt man uns heute. Das wollen sie uns heute klauen mit der Digitalisierung. Gerade das Phänomen, den großen Schatz, den wir haben. Und darum bringe ich Ihnen gerne die Evolutionsforschung am Anfang hier. Und Sie kennen dieses Bild vermutlich von irgendwelchen Plakaten. Und so wird es immer dargestellt, meine Damen, meine Herren, historisch in etwa ist es ja so, die Etappen hier, die sind so, vor 6-7 Millionen Jahren ging es mit den Australopithecinen los und dann haben sich hier der Homo erectus gebildet, der Presapiens hier vor 120 Millionen Jahren lebte er noch mit dem Neandertaler zusammen und dann ist der Homo sapiens gekommen vor 100.000 Jahren vielleicht und hier sind die einzelnen Kulturstufen genannt, die können Sie da hinten nicht mehr lesen, ne? Schade, Magdalene Jung ist die letzte Technik, es fing ja an mit der Steinkultur, dass sie Faustkeile genommen haben und warum? Der Mensch ist ein Mangelwesen in der Natur. Er hat seine biologischen Waffen verloren. Und es ist eigentlich nicht so gewesen, so schön linear, wie es hier steht, sondern er war in der Phase vor 6-7 Millionen Jahren, war er ein ganz armer Schlucker. Er war weder in den Bäumen gelitten, dort nämlich, in den Bäumen
gab es schon die Hangler, die die ferneren Früchte kriegten, die viel besser angepasst waren, die besseren Konkurrenten waren. Da war er nicht gelitten. Und er war auch nicht auf der Erde gelitten, weil dort die Pavianartien sich entwickelt hatten mit ihren Reißzähnen. Er hatte ja sein Gebiss schon eingeebnet, auch verloren, seine biologischen Waffen verloren. Und er musste ums Überleben kämpfen und war hier und dort weder hier noch dort gelitten und musste sich was einfallen lassen. Und immer stand ihm dieser Botschaft im Nacken: Mensch, lass dir was einfallen. Und das Einzige, was er sich einfallen lassen konnte, war seine Evolution des Gehirns. Mehr Gehirn aufzubringen, sich künstliche Waffen zu schaffen, hier die Steinwerkzeuge als erstes, und wir sehen gleich, wo wir heute angekommen sind, nämlich ja, immer ja, das war die Vertreibung aus dem Paradies, meine Damen, meine Herren. Und da sind wir täglich ausgesetzt, dieser Vertreibung. Dass wir immer nirgendwo zu Hause sind, in der Natur, in der Biologie. Aber wir haben ein biologisches Gehirn. Und das will ich Ihnen darstellen. Das ist das Verteufelte daran, das Vertrackste, mit dem wir leben müssen. Und die Weiterentwicklung hier, wenn man sich die genau ansieht, dann stellt man fest, dass nicht der robuste, der starke Australopithecus der Bessere war, der starb aus. Nicht der Neandertaler, der starke, der Bessere, in der Konkurrenz zwischen Homo sapiens und Neandertalern, der starb aus. Den haben wir beseitigt. Das werden Sie gleich verstehen, warum wir den beseitigt haben. Das wird auch nie richtig dargestellt in den Sendungen, die man dazu hört. Ich erkläre es Ihnen gleich. Die Grazilisation setzte sich durch. Der immer feiner ausgegliederte, der immer mit etwas mehr Gehirn, der setzte sich durch gegenüber dem Robusteren, dem Stärkeren. Und ab der Industrialisierung nun passiert das Desaster. Der Mensch schafft sich, er hat endlich die Feinde der Biologie überwunden und schafft er sich die neuen Feinde der Technik. Als erstes die Atombombe, dann hier die Genetik und jetzt die Genmanipulation sogar des Menschen. Und Christoph von der Malzburg hat künstlich geschrieben: Die Gefahr der künstlichen Intelligenz ist für die Menschheit schlimmer als die Atombombe. Das hat nicht nur er gesagt, das hat der Tesla-Chef Leon Munz, heißt er, glaube ich, Musk, kürzlich auch gesagt, und er hat betont dazu, das ist überhaupt nicht für Reglementierung, aber das ist das erste Mal, wo er jetzt auch für eine strenge Reglementierung sich einsetzt. Und wir tun nichts in Deutschland. Es ist Katastrophe. Und dann hat es Konrad Lorenz auch schon in den 80er Jahren, das war eine seiner letzten Botschaften in der Öffentlichkeit, dass ich im Spiegel einmal gelesen habe, ein Beitrag von ihm: Der Mensch zu dumm zum Überleben, er ist mit seinem Gehirn imstande, sich selber und alle anderen auszurotten. Und in dem Beitrag wies er auch schon darauf hin, dass die Gefahr größer ist als die der Atombombe, die jetzt über die KI auf uns zukommt. Ich muss Ihnen das natürlich erklären. Das haben die meisten überhaupt nicht verstanden bis heute. Und eine gute Botschaft von Konrad Lund, sonst würde ich auch aufhören zu reden. Eine gute Botschaft, eine positive, und die muss man sich mal genau durchlesen. Käme die Naturwissenschaft mit ihrer Botschaft durch, wie mangelhaft die Menschheit ihre globale Gefährdung wahrnimmt und warum das so ist, so ergäbe sich daraus eine mehr als kopernikanische Wende. Ungeahnte Höherentwicklung könnte wahrscheinlich werden, ein Entwicklungssprung, der einer zweiten höheren Menschwerdung gleichkäme. Meine Damen, meine Herren, glauben Sie mir. Ich habe also allein in der Hirnforschung 30 Jahre verbracht. Es war wunderbar und faszinierend, immer mehr zu erfahren über dieses fantastische Organ, was wir haben und die Möglichkeiten. Es ist alles drin. Wir brauchen keinen besseren Menschen, mehr Gehirn. Wir haben das optimale Gehirn, wenn wir es nur verstehen würden, richtig anzuwenden. Konrad Lorenz hat total recht gehabt. Es ist so fantastisch, und wie urdumm bleiben die Gesellschaften immer wieder und treten auf der Stelle und nehmen das nicht wahr.
weil sie, ich muss es leider sagen, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen bisher. Und die sind so einfach. Ich werde mich bemühen, dieses so einfach wie möglich Ihnen zu erklären. Es ist ganz einfach, weil das Gehirn ein Ökosystem ist, wie wir es überall in der Natur erleben und jeder es kennt. Und man nicht so schlau sein muss, das Gehirn nun erforscht zu haben, um zu wissen, wie man mit Kindern umgeht. Unsere Eltern haben es richtig gemacht. Montessori, so Reformpädagogen wie Montessori, Rudolf Steiner haben das Richtige gesagt. Konrad Lorenz hat aus der Verhaltensforschung das Richtige gesagt. Er hat auch noch nicht alles im Detail auf Gehirnebene verstanden. Das ist jetzt erst in den letzten 10, 20 Jahren gekommen, was wir über Gehirn wissen. Und ich sage Ihnen, und ich meine das so, wie ich es sage, in aller Bescheidenheit, wir haben in den 40 Jahren Hirnforschung jetzt überhaupt im Grunde nichts Neues herausbekommen. Wir können nur sagen, wir können bestätigen, was die Natur da bietet. Wir können es nur bestätigen, was gute Pädagogen schon immer gesagt haben. Und wir bringen Ihnen nichts Neues, keine neuen Sensationen. Aber ich kann das einmal herausprofilieren. Und die Naturwissenschaft macht es endlich verbindlich. Und das müsste in die Bildungskonzepte endlich aufgenommen werden und konsequent integriert werden in die Schulen, was wir da zu sagen haben. So, darum danke, dass Sie mir zuhören wollen. Ich komme immer mehr zur Sache, Sie merken schon. Ich näher mich dem Ganzen. Und hier aber noch ein bisschen ein Rückblick noch einmal. Schauen Sie, dieser arme Schlucker, der Homo erectus, wie er da in der Savanne steht und in die Wüste guckt, in die Savanne guckt und sich nicht richtig raustraut aus dem Wald, nackt, keine Waffen, in der Hand nichts, lass dir was einfallen, Mensch. Und seine Waffe wurde sein Gehirn, sein immer besser werdendes Gehirn. Und ich zeige Ihnen das Antlitz von vorne hier. Sie können es da hinten wahrscheinlich nicht sehen, aber ahnen, dass es ja sehr wach aussieht, dieser Erectus, sehr wache Augen. Aber was er deutlich zeigt, ist, er hat ein fliehendes Kinn, er hat einen groben Gesichtsschädel und ein sehr fliehendes Kinn auch und Stirn. Und er wird abgelöst, ja dann 500.000 Jahre später von dem Präsapiens und dem Neandertaler hier, Erectus, das ist alles ein kontinuierlicher Übergang, immer mehr Hirnvolumen. Und was immer mehr? Immer mehr Stirnhirn hier vorne. Es ist noch fliehend. Und Sie sehen auch hier, der hat noch eine fliehende Stirn und ein fliehendes Kinn. Und ich zeige Ihnen dieses Profil von der Seite. Und Sie sehen weiß das Profil des Neandertalers hier, wie grobgesichtig er noch war. Der Gesichtsschädel war gröber als der Hirnschädel, weiß. Und wenn man heute sagt, er hatte unser Gehirn, die gleiche Hirnvolumenkapazität von 1800, dann ist das richtig und falsch. Zugleich, er hatte ein brotleibartig ausgezogenes Hinterhaupt, wo die Sinnesassoziationsverarbeitung ging für mehr Fähigkeit zu jagen. Und er hatte ein fliehendes Vorderhirn, er hatte das Stirnhirn nicht so schön abgerundet wie schwarz, hier der Jetzt-Mensch, und er hatte nicht das, das fliehende Kinn, er hatte nicht das vorstehende Kinn als Ansatzhebel für die Kehlkopfmuskulatur, mit der wir sprechen. Wir wissen also sehr genau, dass er oder was, aber nicht richtig hat sprechen können, sich nicht artikulieren konnte. Also er war noch sehr grobschlächtig und hatte nicht dieses Stirnhirn, wie gesagt. Als der Jetzt-Mensch kam, der Cro-Magnon, das können die hinten gar nicht mehr sehen, hier ist eine Felsmalerei, Sie kennen das aber von Reisen nach Südfrankreich, nicht wahr? Dass der Jetzt-Mensch anfing, seine Geschichten, die er erlebte, zu erzählen und in eine Tradition einzutreten. Es waren aber damals nur Schamanen, die das tun konnten. Der hier, der durfte und konnte nur die Fackel oder die angemischte Farbe halten. Und mehr nicht. Und es waren eben nur Einzelne. Aber die hatten unser Genom. Und was haben wir aus dem Genom herausgeholt in diesen
50.000 Jahren und erst in jüngster Zeit gemerkt haben, dass das Kind schon so viel Kapazitäten hat, wenn wir das als Schamanen erklären, jedes Kind ein Schamane werden darf, dass es hervorragend wird und dann als Erwachsener in diese Tradition mit einbezogen wird und nicht nur sein Leben lang die Fackel hält. Und ich sage gleich, wir laufen gerade in die Gefahr hinein, dass wir wieder nur die Fackelträger und die Farbenmischer kriegen, ein großes Potenzial solcher Kinder erzeugen, wenn die jetzt das Rechnen, Schreiben, Lesen nicht mehr lernen, sondern gleich tippen und wischen in die Maschine. Es ist eine Katastrophe, auf welchem Level wir zurückfallen mit dem gleichen genetischen Potenzen, die damals der Homo sapiens sapiens vor 50.000 Jahren hatte. Wollen wir das? Wollen wir neandertaloide Züge in uns werden lassen? Meine Damen, meine Herren, Sie merken, es wird ernst und ich nähere mich dem Thema. Schauen Sie, die Sache begann vor 70 Jahren. Vor 70 Jahren hat der Kybernetiker Norbert Wiener die Kybernetik gegründet und hat gesagt, dass die Kybernetik ein Fach ist, das sowohl für die Technik als auch die Biologie von großer Wirksamkeit sein wird und die Gefahren aber damals schon gesehen. Und Donald Hebb, ein Jahr später, 1949, hat die plastische Synapse postuliert. Man wusste in seiner Zeit, das muss man sich klar machen, im Krieg überhaupt noch nicht, ob das Gehirn wirklich zellulär und mit Synapsen ausgestattet ist oder ob das nicht ein Kontinuum ist. Ich kenne noch einen Kollegen, Professor Winkelmann, der seinen Habilvortrag dazu gehalten hat, zu dieser Problematik in der Charité 1948, 49. Da wusste man das noch nicht. Und Donald Hebb hat genial postuliert, es ist zellulär organisiert und hat plastische Synapsen und diese plastischen Synapsen sind Lernsynapsen, über die wir arbeiten und da steckt alle Information drin. So, ich nähere mich dem Thema. Plastizität, was ist das? Schauen Sie in der Natur hier am Strand der Ostsee, wo ein Fußgänger in den feuchten Sand seinen Abdruck hinterlässt. Das ist Plastizität in der Natur. Und Aktivität, was Hebb postuliert hat für das Nervensystem. Ich betone das Nervensystem, ein Ökosystem. Ich will es Ihnen erklären. Und genau wie wir in der Ökologie heute ins Desaster gerade dabei sind zu geraten, geraten wir mit dem Gehirn in dieses Desaster hinein. Kommunikation dazu. Schauen Sie, hier die vorderen, vielleicht sogar die hinteren können sehen, dass vom Sandstrand weg die Steilküste an der Ostsee ansteigt und wir dort auch eine wunderbare Landschaft haben an der Steilküste. Hier ein Weg durch den autochthonen Buchenwald und Sie sehen zur Rechten die schönen, schlanken, hohen Buchen und zur Linken, direkt unmittelbar an der Steilküste, von gleichen Bucheckern hervorgegangen, also ohne genetische Veränderung, krumme kleine Zwergbuchen, die vom ewigen Wind in der Kindheit und Jugend gestresst sind und nur krumm und klein erwachsen werden können. Das ist, was heute passiert. Wenn wir Kinder stressen, die alten Buchen stört das nicht mehr. Wenn die der Sturm ergreift, dann werfen die Knüppel oder sie kippen ganz um. Aber die Kleinen biegen und brechen nicht und biegen sich nach den Gegebenheiten zurecht. Und uns Erwachsenen ist es nicht klar, wie diese Stressoren heute auf das kindliche Gehirn einwirken, nämlich genau so, wie hier dargestellt. Schauen Sie, ich blende das Gehirn ein. Ich blende hier, können Sie da hinten diese wunderbare Zelle noch sehen? Wunderschön. Das ist eine Pyramide, so ein paar Namen nenne ich. Das tun Sie ja auch in dem ganzen System. Das sind ein paar Namen, andauernd wird man mit neuen Namen belatschert. Ne? Aber ein paar kann man auch aus der Hirnforschung ruhig mal annehmen. Pyramidenzellen, die sind zentral im Gehirn. Und sie treten in zwei Schichten auf. Die Hirnrinde ist vertikal und horizontal räumlich gegliedert und das reift.
erst in der Kindheit die Räumlichkeit reift. In der Gestalt, dass die Fünferpyramiden, übrigens so ein Funktionsmodul ist 1 Millimeter im Durchmesser, will ich mal sagen, und wir haben 40 Millionen. Und ich springe gleich mal in ein Stirnhirnmodul, um zu sagen, was jetzt bei Ihnen passiert, wenn Sie sagen, ich will dazu hören. Ich will konzentriert zuhören. Das will ich Ihnen hier dran erklären. Und ich sage nur, was unbedingt nötig ist zum Gesamtverständnis, nichts drumherum. Also ich sage, dass die Fünferpyramiden ganz früh reifen, da haben wir lange zu gearbeitet, auch quantitativ im Stirnhirn, dass die ganz früh reifen nach der Geburt und die Dreier reifen sehr verspätet. Die sind nicht mit 10, 12 und 14 reif, die sind erst mit 18, 20 so einigermaßen gereift. Und die wollen reifen, aktivitätsbedingte Plastizität. Haben Sie diese beiden Worte immer im Hinterkopf zu allem, was ich hier erkläre. Der Erregungsfluss, die Aktivität, wird von der Oberfläche aufgenommen, bei uns allen jetzt, und durchflutet hier diese schönen Stämmchen von all diesen Pyramiden. Und da oben an der Oberfläche, das ist der Transmitter, heißt Glutamat, und der ist erregend und die Zelle hat eine Eigenspontaneität in sich, birgt sie in sich. Und hier oben befindet sich, hat man dann entdeckt, da liegt in großer Menge diese Lernsynapse von Hebb. Und ich fasse nur kurz zusammen, ohne die ganze Prozesskaskade, die man 30 Jahre studiert hat, wie diese Lernsynapse nun funktioniert. Ich sage nur, sie erzeugt eine Art Echoeffekt. Man nennt das ein Langzeitpotenzial. Was jetzt also da ankommt bei Ihnen, erzeugt eine Art Echoeffekt. Sie müssen sich nicht anstrengen, das zu merken. Das wirkt jetzt für sich auf der molekularen Ebene und vollzieht Folgendes. Dieser Erregungsfluss, der hier abgeleitet wird, dann hier unten an der Basis in andere Funktionsmodule, wird unterwegs von solchen hier jetzt einfliegenden Sternen oder Körnerzellen, wie man sie auch nennen will, und die sind Gamma-Aminobuttersäure, die sind hemmend, angestoßen. Und Sie sehen das jetzt so flackern. Na, alles ist jetzt in Stoffwechselfunktionen, in Kommunikation. Die arbeiten für sich. Unser Gehirn ist tagaktiv eingestellt zu arbeiten. Und wenn ich jetzt gar nichts denke, dann arbeiten die auch. Ne? Die arbeiten nicht nur, wenn ich was denke, die arbeiten auch, wenn ich nichts denke. Und dann tun sie eben was anderes, wenn ich jetzt nicht mitdenke. Aber wenn ich mitdenke, passiert Folgendes. Plus, minus ist die Sprache des Gehirns. Nochmal vorweg gesagt, ja, nein. Und durch Hemmung wird moduliert, dieser Erregungsfluss moduliert. Hier sind noch andere, durch andere Farben ist gezeigt, dass der andere Transmitter, Dopamin kommt nachher noch, Serotonin, Acetylcholin mitbeteiligt sind. Ist jetzt nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass diese chemische Kommunikation an den Synapsen in Erregungspotenziale, in elektrische Potenziale übersetzt wird, dass also chemische Kommunikation und elektrische Rhythmen, Oszillatoren gemeinsam interagieren und aufeinander abgestimmt sein müssen. Und deswegen blende ich die mit ein, weil der eine oder andere mitgekriegt hat, dass auch im WLAN Frequenzen vorkommen, die in unserem Gehirn vorhanden sind und eingreifen könnten. Das ist nicht untersucht bisher, aber könnten. Dass hier an der Kommunikation, und das ist ein Resultat erst der letzten 15 Jahre in der Elektrophysiologie, die hat eine Renaissance seit 2000 erfahren, die hat man stiefmütterlich 15 Jahre völlig vernachlässigt gehabt. Und die Elektrophysiologen haben herausgefunden, dass hier an der Basis nun eine in der Kommunikation zwischen Glutamat und GABA eine über 30 Hertz Frequenzpulsation entsteht. Und diese Pulsation mit einer niedrigeren Frequenz, einer 4 bis 8 Hertz Frequenz, die aufsteigt in das System, interferieren muss. Und wenn die beiden hier interferieren, dann, wie Sie hier sehen,
entsteht eine Phasensynchronisation jetzt bei Ihnen, die sich über den ganzen Kortex legt und die Konzentration bedeutet, ich kann mich konzentrieren und zuhören und viele Funktionsmodule mitsprechen lässt. Und die Spur, die da gelegt wird, die neurochemische Spur durch diese Phasensynchronisation oder diese 40 Millionen sind da, von denen einige irgendwo mitspielen, diese Phasensynchronisation und diese Spur können veranlassen, dass sich eine Gedächtnisspur einschreibt, jetzt bei Ihnen, und das wird sie tun, aber die ist nicht gleich da, sondern dies muss wiederholt werden und Sie werden schon sehen, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, ich wiederhole mich jetzt redundant nur, Sie verstehen jetzt im Grunde das Gehirn und durch die Redundanz in anderen Systemen, in anderen Ebenen wird sich diese Gedächtnisspur eingravieren, bei Ihnen, aber dann ist es noch nicht drin, sondern dann müssen Sie es überschlafen und überdenken und jemand anderen auch vielleicht erzählen und das alles nicht wissend habe ich alles, was ich früher hörte, auch in der Konrad-Lorenz-Schule begeistert meinen Eltern wieder erzählt und gar nicht gewusst, dass ich daran gelernt habe, dass wenn man es wiedergibt. Ich habe dann aber später den Studenten nach der Vorlesung immer gesagt, und das haben wahrgenommen die Studierenden über 50, gehen Sie drüben spazieren im Teutoburger Wald, ich war ja in Bielefeld an der Uni, gehen Sie eine Stunde spazieren, da setzt sich, das erzählen Sie sich oder jemand anders, was Sie gehört, es kann stimmen oder nicht stimmen. Ne? Ist ganz egal, man wächst da dran, man wird, es wird immer stimmiger, je mehr man es wiederholt. Und was wir aus der Hirnforschung, aus der Traumforschung, der Schlafforschung wissen, es braucht bis 30 Tage, bis sich eine wirkliche Botschaft konsolidiert hat im Gehirn. Und da können Sie sich vorstellen, wie unsinnig das schon das Schulsystem ist, immer im Stoff weiter zu klotzen und nicht zu verharren und zu wiederholen, noch und noch. Nur gute Pädagogen haben das schon in unserer Zeit richtig gemacht. Und Sie können sich vorstellen, wie viel noch schlimmer es ist, wenn die heute nur da wischen und meinen, sie hätten was verstanden oder eine Information sich über das Smartphone reingeholt. Sie holen sich nichts rein. Es geht alles hier rein, da raus. Sie können keine Gedächtnisspur so schnell anlegen. Wir wissen heute, dass hier aus dem Stirnhirn, ich bin im Stirnhirn, wo ich jetzt entscheide, ich will willentlich zuhören, dass sich da Anwesenheitsfenster öffnen in einer Taktung von 4 bis 8 bis 10 Sekunden dauert. Das hat Pöppel, der in dem Umfeld von Konrad Lorenz tätig war, ich glaube, er lebt jetzt in München, so mein Alter oder ein bisschen älter, glaube ich, der hat das herausgefunden und diese Anwesenheitsfenster führen dazu, diese Aktivität, diese Phasensynchronisation, die im Rahmen 40 Hertz Frequenz schwingt, wie jetzt kürzlich erst Singer herausgefunden hat durch Ableitungen, das alles sehr aktuelle Forschung auch mit integriert, dass diese 40 Hertz Frequenz dann bewirkt, dass ich Vergangenes mit Gegenwärtigem vergleiche, also raumzeitbezogen nur denken kann. Und diese Raumzeitbezüge, diese Reifung, wie gesagt, dieser Dreier- und dieser Fünferpyramiden, dieser Verbindung und dann der Anbindung, die muss reifen. Diese Raumzeitbeziehung ist uns nicht in die Wiege gelegt, sondern die ist vorprogrammiert als Hardware. Aber als Software muss sie einprogrammiert, geübt, geübt, geübt werden. Darum braucht der Kind, der Jugendliche, so lange, um erwachsen zu werden und selbstständig zu werden. Und dann erst mit 18, 20 wirklich einen Willen zu haben, ich will zuhören. Vorher klappt das mal und mal wieder nicht. Es muss lange geübt werden über pädagogische, sinnvolle Konzepte. Jetzt sage ich Ihnen dazu, die Theorie, die dann ein Professor Wolf aus Göttingen formuliert hat, nämlich die Kompensationstheorie. Ich muss ein bisschen beschleunigter reden, glaube ich. Ne? Auch wenn ich ein bisschen überziehe, ist nicht schlimm, denn ich sehe redundant, erfahre ich, das kommt an oder kommt nicht an. Und darum rede ich so, wie ich rede, weil es dann denke, es kommt an. Wenn ich zu schnell werde, kommt es nicht mehr an. Ja, es ist zunächst nicht einfach und es ist dennoch so einfach.
Es ist simpel, wie geht nicht mehr. Schauen Sie, Wolf hat die Kompensationstheorie, hat er so genannt, die Selbstorganisation, ein Ökosystem, das Gehirn, ein Ökosystem, folgendermaßen abstrakt dargestellt. Er hat gesagt, plus minus ist die Sprache, Erregung, Hemmung, ist die Sprache des Gehirns. Und sie will immer nur zwischen den reifenden Nervenzellen, den reifenden Transmittern, Gleichgewichtszustände her. Das ist das einzige Gebot, Gleichgewichtszustände herzustellen, und das gelingt nicht, weil die Reifung dieser Botenstoffe hier voranschreitet, die Reifung von Neuronen in der Entwicklung ganz besonders heftig, und diese Botenstoffe selber, Glutamat, GABA habe ich schon genannt, ich nenne noch Dopamin und Nervenzellen selber, diesen Zustand, diesen Gleichgewichtszustand sofort wieder stören, in Ungleichgewicht versetzen und auf neuer Ebene sich ein sekundärer anbahnt, und durch degenerative Prozesse, daran haben wir lange geforscht, dieses zu zeigen, zu demonstrieren, auch Wolf selber, und dann bildet sich ein neuer raus, ein neuer Zustand, und morphogene Wirkung heißt, das ist wie der Nieselregen jetzt im Herbst auf die frische Saat, wirkt, dass sie keimt. Na, hier ist kein Nieselregen, bei uns oben jetzt auch nicht, und die wird erst keimen, sobald der Regen im November kommt. Werden die Felder wieder grün. Nicht? Und das ist wichtig, morphogene Faktoren, an denen hat Wolf selber damals auch gearbeitet, Anfang der 80er Jahre. Das brachte ihn auch auf die Idee, dass diese Morphogene, die reifenden Transmitter, selber die Organisation steuern. Und das Interessante an dem Ganzen, was man sich jetzt phänomenal diese Idee ableiten konnte, ist, dass in diesem Übergang ein äußerst kritischer Zustand, eine sensible Phase, wie Konrad Lorenz schon postuliert hatte, aus der Verhaltensforschung heraus, und dass in dieser sensiblen Phase die Umwelt in das System einbezogen wird. Und so kommt Bedeutung in die Nervennetze. Vergessen Sie die Gene. Die Gene setzen die Hardware fest. Ja, auch neuerdings wieder ein Artikel in der Zeit. Katastrophal, wie die Genetik missbraucht wird, uns zu unterstellen, dass wir genetisch determiniert klug oder nicht klug werden. Wir werden klug durch Erfahrung, durch den richtigen Umgang in der Entwicklung und das, wie wir sagen können, das will ich hier mal kurz einwerfen, vorgeburtliche Erfahrung, die eine ganz besondere Rolle auch schon spielt für die spätere Reifung der Geschehnisse. Schauen Sie, so hat Konrad Lorenz gefunden, diese kritische Phase für die Nachlaufprägung, und gezeigt, dass diese Tierchen, die er auf sich nach dem Schlupf geprägt hat, immer ihm hinterhergelaufen sind. Er musste das nochmal bestätigen, das sind nicht nur 10 Minuten, dann greift das, sondern er brauchte auch nochmal, wir haben es danach vollzogen, nachher 2-3 Tage länger, um zum Beispiel nicht nur auf sich zu prägen, sondern die Hühner auf die Gänse zu prägen. Und dann konnte man beobachten, dass die Hühner immer an dem Teich, da der am Institut lag, der Essay, auf und ab ging und zu ihren Enten wollten oder Gänsen wollten. Es ist ja dann traurig, ne? Wenn man diese kritischen Phasen falsch benutzt und dann Falsches entsteht. Das war für uns der Einstieg in die Traumaforschung, frühkindliche Traumatisierung, dass die sich einstrukturiert. Und dass sich natürlich Handys und alles, was die Kleinen heute erleben, einstrukturiert. In diesen kritischsten Phasen der ganzen Entwicklung einstrukturiert und nicht mehr rauszuholen ist. Ja, später ist es vernünftig, da wird es das kapieren. Nee, kann es nicht mehr kapieren. So, jetzt da bin ich aber noch nicht, da komme ich noch hin. Ich will aber an der Stelle auch ergänzen, dass Piaget, das werden einige ja wissen, diese Konrad-Lorenz-Erkenntnisse ergänzt hat mit dieser Entwicklungsspirale, nämlich hat sagen können, dass sich frühkindlich die Sensomotorik entwickelt, dann die präoperationale Phase, dann eine operationale Phase und später erst die begriffliche. Und das ist sehr sinnvoll, ist hier in der präoperationalen Phase, weil die Voraussetzung für die nächste Phase gibt, die Kinder im Sandkasten spielen zu lassen und basteln zu lassen und rumtollen zu lassen. Und das die Voraussetzung ist, dass das Kind dann konkret, schnick,
Schreiben, Rechnen, Lesen lernt. Und so weiter. Die Strukturfunktionskopplung, die in diesem Kompensationsmodell auch drinsteht, ja, das war die Botschaft gewesen, dass die Strukturen und Funktionen gekoppelt reifen, aneinander gekoppelt reifen. Das kann ich nicht auseinander dividieren. Und jetzt sitzt das Kind da. Und die Strukturfunktionskopplung wird einen Weg gehen, ich sage Ihnen das gleich, aber hier steht es eigentlich in einem sehr guten Buch, ich habe es gelesen, Schulze Bruning, wer nicht schreibt, bleibt dumm, warum unsere Kinder ohne Handschrift das Denken verlernen. Wollen wir das? Ich springe ins Kleinhirn in der Entwicklung, weil das Kleinhirn uns deutlich sagt, warum die Kleinen wirklich rumtoben und tollen müssen und purzeln müssen und klettern müssen, wie wir das durften auf der Dorfstraße. Das brauchen die Kinder. Wir müssen es ihnen schaffen. Wir müssen Schulen der Zukunft schaffen, in denen sie große Parkanlagen haben, in denen sie rumspielen dürfen, wenn sie schon ganztags in die Schule müssen. Sie müssen viele, viele Spielplätze, natürliche Spielplätze haben, klettern und purzeln und alles Mögliche können. Weil das Kleine ist die Eintrittspforte in das Große, das die kognitiven Denkleistungen vollbringt. Und das Kleinhirn arbeitet im Unbewussten. Und ich zeige nur mal hier, dass Sie so eine Idee kriegen, das kleine Netz mit diesen Pyramiden, die nennt man hier anders, die heißen hier Purkinjezellen, 15 Millionen ausgestattet, unser Klein, die spalierbaumartig dicht an dicht stehen und von aufsteigenden hier roten, senkrecht durchtretenden Fasern erreicht werden, die über den Gleichgewichtssinn hier divergent in einer tieferen Schicht noch die Erregung aufschlüsseln und nicht nur über Gleichgewicht aus dem Innenohr, sondern auch über den ganzen Körper, die Muskeln, Sehnenspindeln, Aktivitäten, darum das Ganze rumtollen und Kinder massieren und schwimmen gehen und alles, ist so wichtig, dieses Kleinhirn gut sich verschalten zu lassen. Gut heißt, dass die eine Purkinjezelle alleine 100, ich habe woanders gelesen, 160.000, das ist ja wahnsinnige Dimension, synaptischer Kontakte bilden kann mit den aufsteigenden T-Fasern hier und die Erregung konvergent zusammenführt und über diese Gerberzellen dieses Ganze funktionalisiert wird, dass ich erwerbenartige Funktionsmodule kriege, die toll ausgebildet werden. Da kann ich natürlich so ein Kind auf die Eislaufbahn stellen mit 2 Jahren, dann wird es ein Olympiakind werden, lernt Kunsteislauf, das halte ich für bekloppt, auf Deutsch gesagt, aber Eislaufen grundsätzlich und Schlittschuhlaufen überhaupt und Skilaufen und all das sind die Dinge, die wichtig sind dann, um sich einzubringen und das Kleinhirn gut auszugestalten. Und dann wird diese Erregung ständig hier an den motorischen Kortex, auf den ich jetzt gleich übergehe, weitergeleitet und ich zeige gleich, was er dort tut. Und ich bringe aus dem Kortex hier eine solche Pyramide mal ein und zeige Ihnen, wie die ausgestattet wird, etwa so mal symbolisch gezeigt, wenn das Kind hier durch diese Basteleien, das Rumpanschen mit beiden Händchen vorprogrammiert, dass es bald sprechen, schreiben, lesen werden kann. Nee, und nicht Förderprogramm haben muss, wenn es in die Schule kommt, um sprechen zu lernen. Das ist ein Skandal, was heute läuft. Dass das alles alleine läuft, wenn es gut vorbereitet ist in dieser frühkindlichen Phase. Und schauen Sie auf diese Pyramide hier, die mit 20.000 bis 40.000 eine Zelle Kontakten ausgestattet sein kann. In den prämotorischen Felder nennt man, ich zeige sie Ihnen gleich, und Wahrnehmungsassoziationsfeldern reich ausgestattet sein kann. Und wenn das Kind jetzt so bedient wird, werden vorprogrammiert, schauen Sie mal, wie die verschwinden, so wenig Synapsen.
synaptische Kontakte, verarmen die. Es wird kein Kind, das ist keine Demenz in dem Sinne, das war auch gar nicht von Spitzer so gemeint, er wollte nur provokativ sagen, sie haben einfach viel weniger und können damit nicht so gut arbeiten, wie Kinder, die reizreich und mit Rechnen, Schreiben, Lesen ausgestattet werden. Sie können keine Schamanen werden, sie bleiben nur Fackelhalter ihr Leben lang. Das ist, was heute läuft. Und die Erkenntnis haben wir hier, dieser Veränderung, der plastischen Anpassung der Synapsen, diese Erkenntnis haben wir seit 1869 des letzten Jahrhunderts, als Hubel und Wiesel dafür den Nobelpreis in der Hirnforschung kriegten. Also wir wissen das sehr lange. Jetzt das Gehirn. Jetzt bin ich an der letzten Folie angekommen, die ich Ihnen jetzt zusammenbaue mit all den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben und Sie jetzt die zusammenlegen können, eine Gedächtnisspur anzulegen, indem Sie die dann wiederholen, sich selber oder jemandem erzählen hinterher und das dann über die nächsten Nächte hinweg sich konsolidieren lassen, dass es sich wirklich verstärkt und Sie sagen können, ich weiß jetzt, was die Hirnforschung dazu zu sagen hat. Das ist das Gehirn, hier das Kleinhirn für motorische Lernprozesse, die ich Ihnen gerade dargestellt habe. Hier die Sehrinde, hier die der sensorische und der motorische Kortex, da ist der Körper richtig gegliedert, abgebildet, das reift so auf die Topie des Organismus abgestimmt. Und davor und dahinter liegen also für Handlungskonzepte Wahrnehmungsfelder hier und Handlungskonzeptfelder. Und wenn das Kind nun Rechnen, Schreiben, Lesen lernt, wirklich, dann kann es die Funktionsmodule, die ich symbolhaft hier einfliegen lasse, gut ausbilden. Viele wissen von Ihnen, dass hier etwa die Broca-Sprachrinde liegt. Schlaganfall, Broca-Schlaganfall heißt, ich kann nicht sprechen. Ne? Und hier liegt etwa die Repräsentation, sagt man, für die Hand und hier für den Körper. Und auf der sensorischen Seite ist das hier in der Tiefe die Wernicke-Rinde, Wernicke-Schlaganfall. Da kann alles quatschen, aber man weiß nicht mehr, ob er Deutsch oder Englisch redet oder noch was anderes. Es ist Unsinn, was er quatscht. Er kann es nicht mehr einbinden. Das macht also diese Kontexteinbindung, die leistet die Wahrnehmungskonzeptbildungsrinde. Und das reift hier Hand in Hand im Kindesalter, gut oder nicht gut. So, und nun die entscheidende Frage auf dieses System, den Hippocampus, da schlägt heute die digitale Welt besonders heftig zu. Das System haben sich die Silicon Valley Bastler zu eigen gemacht. Sie stellen ja auch Neurobiologen ein, um die letzten Feinheiten dieses Systems zu erfahren und Likes einzublenden, zum Beispiel, sodass ich gar nicht mehr aus dem System rauskomme. Dieses System, dieser Hippocampus, leistet natürlicherweise die Kurzzeitgedächtnisbildung und die Wachheit, die allgemeine Wachheit und Neugierde, dass wir neu, das haben wir aber alles aus unseren Vorerfahrungen von Australopithecin, von den Affen schon, die das alles hervorragend haben. Und wir haben das alles sogar im Mausemodell, die Mäuse haben das an Wüstenrennmäusen analysiert. Und man sieht hier, alles, was ich Ihnen sage, ist da so vorhanden. Und wirkt genauso. Hier liegt die Amygdala und diese Wechselwirkung, die erzeugt diese Likes, ne? Die man da so gerne, Smileys, diese da so einblenden heute auf Smartphone und die Neugierde immer mehr schüren von den Kindern. Da kommt die Emotionalität zustande, dass die Amygdala ist kein Zentrum für Emotionalität oder Sexualität oder was man da schon mal hört, das ist Quatsch. Zentren gibt es überhaupt nicht. Alles passiert in Kommunikation. Und das passiert in Kommunikation mit anderen Gebieten, die ich aber auslasse. Ich reduziere das auf Amygdala hier. Und der Theta, das ist der Pulsator des Systems.
der eine langsame Rhythmik garantiert von 4 bis 8 Herzfrequenz sowie der autonome Herzrhythmikgeber den Blutfluss garantiert im Körper, so dieser Rhythmikgeber den Aktivitätsfluss durch das Gehirn und mit der Botschaft hier zum Stirnhirn. Und hier an der Oberfläche am Eingang liegen in größter Dichte diese sogenannten Lernsynapsen, Häppchen-Lernsynapsen, die selektieren, was jetzt aufgenommen wird oder nicht. Wenn Sie das alles schon wissen, dann schalten Sie jetzt ab. Dann machen Sie hier dicht und wie das Kind sagen Sie, ich habe keinen Bock, ich brauche da nicht hinzuhören. Und Sie denken im Cortex über ganz andere Dinge nach. Aber Sie sollen wissen, alles, was in das System reingeht, läuft jetzt im Unbewussten ab. Nicht, wenn der Lehrer sich also mit emotionalen Aspekten einbringt oder wie unsere Lehrer das gemacht haben, das habe ich ja später kapiert, die wussten das intuitiv, dass wir vor jeder Rechenstunde in der ersten, zweiten Klasse natürlich 2, 3 Lieder gesungen haben. Oder wir haben draußen Ball spielen dürfen auf dem Hof. Ne? Ist ja alles reduziert. Das sind die wichtigen Dinge, die passieren müssen, um diese Pforte zu öffnen hier und das Kind wach zu machen, mitzugehen, was es da hört und jetzt lernen soll. Und dann wird das da im Hirnstamm gespielt für spontane Schnellreaktion und dann die Öffnung zum Stirnhirn, da komme ich gleich drauf. Es ist also wichtig, dass dieses System, das alle Informationen erstmal kriegt, bevor sie willentlich entscheiden, ob sie hier mithören wollen, das läuft alles erst durch dieses System. Und das muss sagen, ob es kann und mitgeht, das muss in dieser 4 bis 8 Herzfrequenz schwingen. Das hat eine unglaublich hohe plastische Potenz, das ist hier durch die Kringel angeboten, das haben wir lange untersucht. Es hat lebenslang, bildet es neue Nervenzellen, daher kommt diese Kompensationstheorie, ist da ein Leben lang realisiert. Das hat sich dann herausgestellt, das haben wir dann herausfinden können, dass Wolf komplett recht hat, ein Leben lang lernbegabt durch reifende Nervenzellen und ständigen Umbau und Einbau der Nervenzellen. Jetzt hören Sie hin. Ein wunderbares System, dieses Ganze. Und der Sekretär, will ich mal sagen, ja, das Sekretariat für das Stirnhirn. Und das will ich Ihnen jetzt noch mal genau erklären, welche fantastische Eigenschaften drinstecken auf der einen Seite und welche fantastisch schrecklichen Möglichkeiten darin stecken, die heute die Kinder ergreifen und nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Dieses System hat einen Eingang über die Raumerfahrung, was Objekterkennung, wo Koordinatenzuordnung zum Raum, also es war mir ja sofort klar, da sitzen Sie und da hinten steht die Leinwand und so, das wird da verrechnet und eingeschrieben in dieses Bahnsystem. Hier liegen sogenannte Platzneurone und ich will dazu auch sagen, Erikson und Mosert, Ehepaar Mosert, die haben vor 3 oder 4 Jahren den Nobelpreis dafür gekriegt, was Erikson aber schon vor 20 Jahren im Prinzip rausgekriegt hatte. Aber aufgrund der hohen Bedeutung, die diese Erkenntnis auch politisch, gesellschaftlich, politisch hat heute, haben Sie möglicherweise diesen Preis bekommen. Sie haben nämlich herausbekommen, dass hier vor dem Eintritt eine Ebene ist, wo die Raumorientierung, die Raumrepräsentation, die sich da herausbildet, eine Zuordnung, eine erste Zuordnung kriegt. Eine Kardierung dann in der zweiten Ebene passiert in den Platzneuronen des Hippocampus. Und dass diese Ebene, der sollte noch nicht sein. Ich will da mal verharren, dass alleine in der Ebene nun eingeschrieben wird, automatisch im Unbewussten, was ich jetzt auch nicht nur hier räumlich sehe, sondern auch auf dem Blatt Papier oder im Buch lese oder auf der Tafel lese. Ja, wenn ich das aber im Laptop lese, ich
Ich orientiere mich überhaupt nicht. Ich lese doch keine E-Books da drin. Wenn ich ein Buch lese, weil ich aus dem immer noch was lernen will, dann stecke ich mir Zettel da rein, weil ich das nochmal redundant wiederholen muss, was ich mir wirklich merken will. Oder wenn ich was nachgucken will, dann gehe ich doch in ein Lexikon und doch nicht nach Google. Das geht hier rein, da raus. Ich kann es in diese Ebenen der Raumorientierung gar nicht so schnell einschreiben, wenn ich mir das nur da so die Orientierung hole. Das ist eine Flüchtigkeit, eine geistige Flüchtigkeit, die nur ein oberflächliches Denken induzieren kann. Was ja, ich möchte es mal sagen, Kahnemann in einem Buch so festgehalten hat: flüchtiges Denken, falsches Denken, langsames Denken, vertieftes Denken, wahres Denken, da kann was rauskommen, das kann hängen bleiben. Das Buch, da muss man mal lesen, bringt so viele Beispiele, die das deutlich machen, wie flüchtig wir über viele Dinge nur nachdenken und völlig daneben liegen und gar nicht Wahrhaftiges damit erfassen können. Das ist eine Ebene, wo das schon mal eingeschrieben wird. Ich weiß jetzt noch, wo ich in der organischen Chemie die oder jene Formel für die Carboxylierung oder Demethylierung, Methylierung oder was in dem Chemiebuch gesehen habe. Also die Sehwahrnehmung geht mit ein in den Lernprozess. Und selbst wenn man das inhaltlich vergessen hat, wenn man sich aber an die Örtlichkeit erinnert, da hat man einen ersten Zugang wieder dazu. Also die Raumrepräsentation ist unumgänglich, auch auf dieser Ebene, um wirklich etwas lernen zu können. Die Kinder können nicht digital lernen. Es gibt kein digitales Lernen. Es muss ein Werkzeug bleiben, die Digitalisierung. Es darf nicht zu einem Gerät werden, über das ich denke, Informationen wirklich ins Gehirn einstrukturiere. Jetzt wird's interessant, erst richtig, sage ich Ihnen. Jetzt passiert Folgendes im Unbewussten, und zwar, da wird aus dieser absteigenden Bahn Dopamin angeschmissen, aktiviert. Da ist der Pool, liegt im Gehirn. Und dann steigt Dopaminbahn auf und hier in einer Zwischenstation werden Opiate einbezogen in diese Rückbahnung zum Gehirn und man, zum Hippocampus. Und man nennt diesen Schaltkreis sich selbst verstärkendes System, Reward System. Verharren wir einen Moment dabei. Das hat uns große Kulturen gebracht und viele Menschen auch betroffen. Denken Sie an die Machu Picchu-Bauer, die Steine hochgeklotzt haben. Diese armen Menschen, aber mit Kokablättern, haben sie ganz vergessen, wie schrecklich die Arbeit war und haben die sogar noch gerne getan. Oder die Pyramiden bauen, die sich da zu Tode geschuftet haben und das noch wahrscheinlich immer sehr gerne gemacht haben, weil dieses Reward-System, was man im Sprachgebrauch auch Belohnungssystem nennt, angestoßen wird dadurch. Es ist ein ganz raffiniertes System, das uns bisher immer nur geholfen hat. Und ich möchte einen Aspekt betonen, wie es benutzt wird im Kindesalter. Das reift offensichtlich ganz früh. Das Erste, was das Baby sieht, ist Nase, Augen, Ohren, wo? Im Raum. Mama. Und Mama belohnt mich. Da wird dieser Reward-System, dieser Schaltkreis angeschmissen. Und wenn Mama, jetzt stellen Sie sich vor, das Smartphone an und beschleunigt darüber geht, das Kind guckt ja ganz schnell, es kapiert ja nichts. Aber nicht mehr Mama belohnt es, dazwischen liegt das Smartphone. Was das jetzt bedeutet für das Kind. Das heißt, die frühkindliche, ich traue mich zu sagen, die Konrad-Lorenzsche Prägung greift kurz nach der Geburt über dieses System hier im positivsten Sinne, dass das Kleinkind, das Baby auf Mama, auf Papa Stimme, wir wissen, dass diese Bahn auch aus der Hörrinde kommt, auch eine solche Raumverrechnung, aus der Hörrinde auch in den Hippocampus läuft und verrechnet wird, dass diese frühkindliche Prägung sitzt oder eben nicht sitzt. Und jetzt passiert Folgendes, die Überschleunigung, sei das das Smartphone.
sei das das Rennen mit dem Rädchen. Ich finde es verrückt, die Kinder auf dem Rädchen laufen zu lassen. Es ist für die Eltern, dass die Kleine da schnell mitkommt. Und es sieht pfiffig aus, wie so ein kleines Äffchen rast das Kind darum. Aber es ist eine Beschleunigung, die das kindliche Gehirn nicht verträgt. Es hat schon das Autofahren nicht vertragen. Und jetzt wird es immer schlimmer. Jetzt ist ein Kipp-Syndrom setzt ein, wie in der Natur, wie in der Veränderung der Wetterlage. Das werden wir erleben. Die Kinder kommen nicht mehr mit. Die Überschleunigung führt dazu, schauen Sie, diese Schleife wird verstärkt. Die Opioide werden hochreguliert. Die Opioide sind sowas wie die Lernsynapsen, ein bisschen veränderte, hat man auch lange untersucht, die rezeptive Ebene. Die passen sich auch so an, dass sie das lernend annehmen und nicht mehr vergessen. Und das müssen nicht nur Ecstasy sein oder Haschisch oder irgendwas, stoffliche Drogen. Das machen heute auch beschleunigende Drogen wie die digitalen Welt und das Handy. Veranlassen das Gleiche hier, diese Überschleunigung, dass die Opiate hochreguliert werden. Und was wir zeigen konnten in einem Tiermodell, unserem Tiermodell, dass Dopamin hochreguliert wird und auch nicht mehr runtergefahren wird. Das bleibt auch auf dem hohen Level. Die grundsätzliche Überschleunigung, die wir haben, auch wir Erwachsene, die wird uns schon infiltriert heute, indem wir schon als Kinder mit dem Auto mitgefahren worden sind und, und. Und jetzt kippt das sogar noch. Wenn die jetzt noch mehr beschleunigt werden durch die Tablets, die Kleinen, und das ist nicht mehr vertretbar. Das macht das System nicht mehr mit. Es gerät in die Abhängigkeit, in die Überschleunigung hier. Und da passiert nun Folgendes, es gerät in die Abhängigkeit und hier ist das der erste Einstieg, was ich schon zeigte, in die Gefahr und dann kommen die Kleinen noch in das digitale Kinderzimmer rein und werden quasi abgestellt. Die sind ja so ruhig dabei. Die Eltern ahnen nicht, dass die überschleunigt sind im Gehirn und daran angepasst sind und nicht mehr runterkommen. Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich mal im Giebel eines Landhauses im Sauerland gelesen vor wenigen Jahren. Die Menschen denken immer, die Zeiten werden schlimmer. Die Zeiten aber sind wie immer, die Menschen werden schlimmer. Wir sind immer schlimmer geworden. Wir müssen runter. Wir können nur runter, indem wir zu Fuß spazieren gehen, nicht am Wochenende rumrasen und rumfliegen irgendwo, das ist ein Wahnsinn, was wir tun, sondern zu Fuß vom Haus aus oder im Garten oder im Parkanlagen oder im Wald spazieren gehen und mit den Kindern, die zu Fuß laufen müssen und nicht mit dem Rädchen hinterher düsen dürfen. Das ist alles, was da an schlimmen Dingen passiert, aber es kommt noch viel schlimmer. Muss ich Ihnen leider prophezeien, das Eigentliche kommt jetzt zuletzt. Und da Sie so schön bisher zugehört haben, nehmen Sie diesen Punkt auch noch. Da haben wir also 20 Jahre zu geforscht im Rahmen der Psychoseforschung auf der Transmitterebene, immunhistochemisch durch quantitative Bildanalysen, das alles dargestellt, was ich Ihnen jetzt natürlich überzeichnet am Tiermodell darstelle. Aber im Grunde steckt es alles drin und diese graduelle Symptomatik ist bei uns gegeben. Es passiert Folgendes. Der Theta wird überhöht durch die Überschleunigung und da oben im Kindesalter passiert eine Notreifung der Stirnhirnfunktion. Die Stirnhirnfunktionsmodule, auf die ich jetzt zurückkomme, die reifen zu schnell bei dem Kind durch die Überschleunigung. Die werden endogen gepusht, also von innen heraus gepusht, schnell zu reifen. Darum werden die auch früher geschlechtsreif. Die Kinder, alles wird über Stirnhirn gesteuert. Das Stirnhirn steuert sämtliche organischen Mechanismen unter Kontrolle. Und das will ich Ihnen als erstes zeigen und wir blenden einfach mal diesen Aspekt raus, der im Unbewussten läuft. Ich will mal sagen, alles, was ich bisher gezeigt habe, ist eine Art Konditionierung im Kindesalter. Müssen wir wissen, Behaviorismus, voll Skinner ist hier voll tätig. Aber im natürlichen Geschehen der Konditionierung der Kinder muss man das natürlich relativ sehen, weil der gute Pädagoge immer bemüht ist und die guten Eltern, das auch dem Kind zu erklären.
Und das kognitiv versucht mitzugehen. Und was es versteht, kognitiv einschleichend langsam aufbaut. Ja, das ist dann der Unterschied, sodass wir nicht sagen können, letztlich ist die Grundschulzeit ein Konditionierungsmechanismus. Das können, aber das wird es jetzt durch die Digitalisierung und dann die Sucht. Da können die ihr Stirnhirn und ihren Cortex nicht mehr reifen lassen. Da werden sie volle Pulle konditioniert mit der digitalen Welt. Und das wollen die ja in Silicon Valley. Die wollen ja nur so Abhängige. Und wer weiß, wie viele Politiker das auch noch wollen. Jetzt erkläre ich Ihnen das Entscheidende. Und das schlägt zurück auf unsere Gesellschaft und auf die Politik. Und das ist im Gange, sage ich Ihnen. Das ist längst im Gange. Das müssen wir nicht erst in Zukunft sehen, das können wir jetzt schon in unserer Gesellschaft erkennen, was hier passiert. Und ich überzeichne, will ich sagen, um es deutlich herauszustellen. Das Stirnhirn macht, ich wiederhole mich, hier Sozialverhalten, antizipatorische Leistung. Es ist für das historische Bewusstsein, Arbeitsgedächtnis da. Und historisches Bewusstsein, sage ich Ihnen mal, wenn der Neandertaler nicht unser Stirnhirn hatte, dann können Sie es auch daraus ableiten, dass der Neandertaler ist, der hat ja über 100.000, 200.000 Jahre etwa hier residiert. Der hat es nicht geschafft, die Beringstraße zu überqueren, obwohl er über zwei als Zeitnis hätte schaffen können. Er konnte nicht so gut antizipieren und die Gedanken zusammenführen. Und das, was jetzt auch bei den Menschen, die Stirnen geschädigt aufwachsen, passiert, ich weiß nicht, weiß der eine oder andere, ich habe vergessen, wie der Begriff heißt, wenn die sich nicht willentlich entscheiden können, keine Antizipationsfähigkeit reifen lassen können. Das heißt, Konkrassikation, irgendeinen komischen Ausdruck gibt es jetzt dafür. Ich habe ihn vergessen, von gestern vergessen, dass die Jugendlichen das nicht mehr schaffen. Die vielen Abbrecher von Schulsystemen, die es versagen, hängt alles jetzt mit unzureichender Stirnhirnreifung zusammen. Und zwar passiert Folgendes, dieses Arbeitsgedächtnis habe ich Ihnen erklärt und die Anwesenheitsfenster, die die Raumzeitverrechnung jetzt auf höchster Ebene garantieren, also Wahrnehmung von Raum und Zeit, dazu brauche ich das Stirnhirn und diesen hippocampalen Schaltkreis. Beides zusammen führen die Raumzeitverrechnung bei uns durch. Und über das Stirnhirn wird es eben im Bewussten verrechnet. Und da reift unser historisches Bewusstsein. Da muss das langsam den Kindern herangebracht werden und die Sozialisation, die gesellschaftliche Einbindung. Das alles reift bis zum 18., 20. Lebensjahr. Und warum das so ist, erkläre ich sofort. Als erstes reift ein basales Gebiet für eine Kontrolle für Angstbewältigung. Ich kann behaupten, das reift zu etwa im 5., 6., 7. Lebensjahr. Deswegen sollen die Kinder nicht von der Mama in die Schule gebracht werden und schon gar nicht jetzt mit Handy an der Nabelschnur, Handy-Nabelschnur in die Schule gehen, sondern alleine den Weg finden. Um das zu bewältigen, die Raumverrechnung und wo sie hin müssen und die Tasche tragen, dass sie Anstrengung vollbringen. Sie müssen das bringen. Wissen Sie, dass die Nervenzellen reagieren wie die Muskulatur. Wenn Sie 6 Wochen mal den Arm in der Schleife hatten, wegen Knochenbruch, dann haben Sie ganz dünne Muskeln und müssen die extra wieder nachher aufbauen. Und die Nervenzellen im Gehirn arbeiten genauso. Die verkümmern daran, wenn sie nicht gefordert sind. Das Kind muss gefordert werden mit 6 Jahren. Es ist verheerend, diese Mama-Ängste, die in unserer Gesellschaft sich ausgebreitet haben. Sie sind verheerend. So, dass die Angstbewältigung, eine Angstphobie, eine Handyphobie, die sich auch unter den Erwachsenen heute ausbreitet. Dann die Kontrolle reift über die Konfliktbewältigung, nämlich dass ich mit Drogen den Konflikt, den ich kriege, wenn mir ein anderer Jugendlicher Drogen anbietet, umgehe und es ablehne. Dazu muss ich stark werden vorher. Dazu müssen die Eltern mit mir gewandert sein, gelaufen sein. Ich muss so gut da oben sein schon, dass ich sage, nee, das habe ich nicht nötig, das brauche ich nicht. Das muss reifen vorher, ne, damit ich das ablehnen kann. Dann braucht Mama auch keine Angst zu haben. Dann kann das Kind das, die Verantwortung übernehmen mit 14 Jahren. Und das muss hier
immer im Umweltbezug denken Sie an diese Kompensationstheorie reifen können. Die Problemlösung, exekutive, willentliche Entscheidung als letztes mit 16, 18, 20 Jahren. Warum kann ich das so sagen? Deswegen, weil wir im Tiermodell, das sind wir nicht die Einzigen gewesen, herausgefunden haben, dass Dopamin als Nieselring für die reifenden Nervennetze sehr spät reinreift und eine ganz besondere morphogene Wirkung auf die reifenden Nervennetze hat. Und in dieser Unruhe, wenn der Nieselring da fällt, die Saat sprießt, erst sprießen kann, und das nur passiert, wenn Dopamin zur Genüge reinreifen kann. Nur mit dem Seitenblick gesagt, kann es zur Genüge reinreifen, wenn es hier in der Schleife schon hochgetourt ist. Komme ich gleich zurück. Aber erst sind wir bei der normalen Entwicklung. Schauen Sie, Dopamin reift hier als erstes rein, so im kindlichen Alter, und dann erst in dieses Gebiet und als letztes in diese höchste Instanz. Also wenn es zu Defiziten in dem oder jenem Kontext kommt, dann deswegen, weil die topische Organisation da oben gerade so ist, wie ich Ihnen sage, dass die Gebiete nicht puff alle da sind im Stirnhirn, sondern so sukzessiv langsam reifen. Und gute Pädagogen das schon immer wussten, intuitiv wussten, abgelesen haben an, in Erinnerung auch an die eigene Entwicklung und dieses entsprechend fördern. Nicht? Und nicht sich auf die digitalen Medien verlassen. Es ist Teufelszeug, was es verhindert, dass es reifen kann. Und ich zeige Ihnen noch erst die Situation vollständig und dann zeige ich Ihnen, was verhindert wird in der Reifung. Und dass das eine Katastrophe ist, dass das wirklich die Atombombe ist, wenn sie sich jetzt ausbreitet in der jungen Gesellschaft und schlimmer ist, weil die Gesellschaften ans Ende ihrer Evolution gekommen sind. Dieses Reichtums, den wir haben, die Raumzeit verhindert, das ist unsere Waffe, die wir haben, unser Kleinod, unser Gold, was wir jeder in sich trägt und ausreizen kann oder in der Kindheit, Jugend oder nicht ausreizt. Folgendes, hier ist, Sie kennen die jetzt wieder, die Gedächtnisspur sitzt, ne? Die Pyramide, hier der Eingang, hier der Ausgang, Glutamat, GABA, Erregung, Hemmung, ja? Nein. Und jetzt blende ich hier wieder GABA rein, welches ja hemmend moduliert, was ich vorhin gezeigt habe, durch lokale Zellen, und jetzt erinnere ich daran, dass hier eine Gamma, eine über 30 Hertz Frequenz, sich dann ausbildet zwischen in der Kommunikation von Glutamat und GABA hier im Zellbereich, und das interferiert mit dem Theta aus dem Hippocampus, und nur wenn das stimmt, kann diese Phasensynchronisation ausgelöst werden. Sie erinnern sich. Ne? So, und nun kommt aber dazu, dass diese Phasensynchronisation jetzt besser wird in der Reifung, wenn Dopamin mitspielt. Und von Dopamin, wir wissen auch Serotonin im Rahmen der ganzen Depressionsforschung, ist das jetzt endlich in Untersuchung, dass eine 4-Hertz-Frequenz, Oszillation von 4-Hertz-Frequenz aus diesen Zellpools nötig ist, sich mit hier einzubringen, diese Phasensynchronisation herzustellen. Ich blende es ein und dann, ja, und jetzt habe ich hier, haben Sie gesehen, Dopamin eingeblendet. Jetzt spielt Dopamin hier auch mit. Dopamin ist ein Konkurrent für GABA, wie wir herausfinden konnten. Dopamin macht auch Hemmung aus dem Hirnstamm. Und ich will nur zusammenfassend sagen, es ist wie zwei Rotlichtampeln. Wenn die hintereinander gut getimt sind, dann machen sie grüne Welle im Straßenverkehr. So ist das hier im Gehirn. Dann habe ich grüne Welle. Wenn es aber nicht gut getimt ist, dann stockt der Verkehr. Und dann passiert, zeige ich gleich, Folgendes. Die müssen gut getimt sein, die Konkurrenten. Und das muss man wissen, dass die Reifung gut abgestimmt läuft. Und das tut sie, wenn man dem Kind diese Freiräume lässt, wie es in allen vorigen Generationen war, und es nicht in die Digitalität zwängt. Dann entsteht diese Phasensynchronisation und viele Module reden jetzt mit.
Dann kann auch das Kind, der Jugendliche lernen, sich kognitiv zu beteiligen, in der Konditionierung der Funktionen kognitiv mitzuspielen und das immer mehr langsam durch Dopaminreifung ins Stirnhirn mitreifen zu lassen. Und langsam diese Harmonie des Gleichgewichtes ins ganze Gehirn, vom Stirnhirn über den Hippocampus in kortikale Felder zu begleiten. Was gehört dazu? Ein harmonisches Umfeld. Ich habe kürzlich gesehen, die Sendung da über Schulsysteme Schweden, Finnland, die haben fantastische Schulen. Das gehört endlich hierher. Es geht so nicht weiter mit unseren Schulen. So, dann ist Phasensynchronisation und dann spielen viele Module hier mit und denken mit und vertiefen das Ganze. Und das ist jetzt schnell gesagt, das verstehen Sie jetzt, das ist aber für uns Forschung von 20 Jahren gewesen, mit vielen, vielen Doktorarbeiten. Ich müsste die Leute, die sind mir alle im Kopf, ihn eigentlich nennen und mich immer wieder bedanken für diese fleißigen Arbeiten, die 4 Jahre Doktorarbeiten waren. Heute macht ein Masterstudent ein halbes Jahr, dann ist er weg, wie man hört. Das ist doch keine wissenschaftliche Arbeiten mehr, die da geleistet werden. Das ist der Ausverkauf der Universitäten. Bachelorarbeiten 2 Monate, Masterarbeiten 3, 4 Monate. Es ist ein Skandal, was an den Universitäten in der Naturwissenschaft, kann ich ja nur sagen, ausgebrochen ist. Sowas kann man nicht mehr rauskriegen. Und das sind alles Arbeiten von Mitarbeitern. Schauen Sie, achten Sie auf diese, da hinten können Sie es nicht sehen, ich sage es Ihnen, hier sind so orange oder braune Synapsen mit jetzt drin, die konkurrieren mit den weißen Synapsen. Das war der Ausgang, den wir hatten. Und dann vor dem Hintergrund der Kompensationstheorie wurde uns klar, wenn die eine ausfällt, der Dopamin nicht reifen kann hier, dann springt GABA ein. Und schauen Sie, was dann an Verheerendem passiert. Eine strukturelle Dekompensation. Und das haben die Physiologen auf der Rhythmikebene bestätigt. Ich zeige Ihnen das jetzt. Hier die Überschleunigung. Ich blende das Modell ein. Ich hole das mal hervor, dies hier, was wir da vorhin erarbeitet haben. Diese Überreifung, die Überschleunigung im Kindes- und Jugendalter. Was dann passiert, ist, dass Dopamin minder reifen kann. Hier ist ja zu viel, kann hier nur weniger werden. Es wollen ja immer Gleichgewichte geschehen und das kann nicht mehr gebildet werden. Es wird verhindert. Dopamin wird zu wenig gebildet. Schauen Sie, hier wird jetzt Dopamin, ich überzeichne, wie gesagt, wo ist es denn, weggeblendet. Ja, Dopamin wird weggeblendet und GABA wird verstärkt. Das heißt, die Tür zu dem ganzen Hirnstamm hier fällt langsam zu. Ich glaube, im Extremfall ist das der hochgradige Psychose. Zack, geht die Tür zu. Bei einer schwersten Traumatisierung. Aber das alles ist eine graduelle Symptomatik. Wir haben das am Tiermodell in Stufen untersucht. Die können auch ein bisschen, nur einen breiten Spalt noch offen sein. Weniger Spalt und noch weniger Spalt. Und ich sehe das in der Gesellschaft. Dass einer die Tür ganz zu hat und der andere hat sie halb offen. Und ich habe sie auch nicht immer ganz offen. Und was dann passiert, schauen Sie auf die Zelle, Dopamin kommt nicht mehr an, ich überzeichne, und hier geht GABA weg, weil es hier zu viel wird. Wenn hier aber im somatischen Bereich, das ist ein bestimmtes Enzym, was wir analysiert haben und quantifiziert haben, in den GABA-Zellen um die Zellkörper, wenn das wegfällt, haben Elektrophysiologen gezeigt, dass die Gamma-Frequenz nicht zustande kommen kann. Ich x'e sie jetzt aus. Und auch alles erst jetzt seit 2000 Ergebnisse gekommen. Und was dann passiert, ist, dass eine Desynchronisation kommt. Aber hier zeige ich noch einen wichtigen Befund. Die 5er-Pyramiden, die frühkindlich schon reifen, die haben eine Überreifung. Und die 3er-Pyramiden, die so spät reifen, die
schauen Sie, sind reduziert, die reifen nicht richtig aus. Das heißt, auch in der Jugend, behaupte ich, dürfen die möglichst wenig mit den Medien arbeiten, die Jugendlichen in der Adoleszenz, weil der ganze Umbau, der dann läuft, weil die Östrogene sich zusätzlich noch einbringen, eine äußerste destabile Konstellation in den Stirnhirnnervennetzen auslöst, dass darauf Rücksicht genommen werden muss, wenn diese Dreierpyramiden ihre U-Fasern auch gut ausbilden können und später das langsame Denken, reflektive Denken wirklich leisten können wollen. Ich muss mir also ganz konkret sagen, will ich ein sehr kluges Kind, will ich alles rausholen, will ich so ein halbgescheites oder will ich ein Doofi haben? Schlicht gesagt, ja, das später nicht denken kann. Will ich so ein Doofi? Okay. Ich bin jetzt sofort fertig. Eine Desynchronisation, die über das ganze Gehirn läuft, die kann halb sein, die kann manchmal ein bisschen funktionieren. Ich glaube, dass die Zunahme des Burnout-Syndroms in unserer Gesellschaft schon ein ganz wesentliches Zeichen dafür ist, dass da Destabilitäten in diesem Hippocampus-Stirnhirn Interaktionsgeschehen drin sind auf der Transmitterebene und wie gesagt, die werden früh kindlich und in der Adoleszenz strukturiert, dann bin ich immer ein destabiler, leicht gefährdeter Mensch, der nicht mehr mit den Problemen fertig wird. Bei uns gab es den Begriff überhaupt nicht. Den kannten wir gar nicht. Man hat geklotzt von morgens bis abends und die halbe Nacht durch. Und da hat man noch keinen Burnout gekriegt. Man konnte mit wenigen Stunden ein Weilchen auskommen, weil man Spaß hatte an der Arbeit, die man machte. Ja, und das zu guter Letzt, Quo Vadis? Ohne die Organisation von Raum und Zeit im Hippocampus und Stirnen keine Denkfähigkeit mehr, ja, dann wird der Mensch wirklich zu dumm zum Überleben. Wie Konrad Lorenz gesagt hat, das ist das Ende der Evolution des menschlichen Geistes.